Und damit willkommen zurück bei einer neuen Folge Life is Strange Before the Storm. Mit dem Werkzeugkoffer in der Hand sind wir auf dem Weg zum Schrottplatz, beziehungsweise wir sind schon da angekommen und wir wollen unseren Truck, der da gerade eingeblendet wird, reparieren. Mal sehen, wie erfolgreich das wird. Work with me here. Damn it. Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Okay, wir haben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Okay, herzlich willkommen bei Car Mechanic Simulator 2018. Wir haben hier ein kaputtes Auto und unsere Aufgabe ist es jetzt hier alles in Ordnung zu bringen, dass es zumindest läuft. Wir hatten hier eine Nachricht, glaube ich, bekommen. Von David. Chloe. David hier. Hat Mama dir meine Nummer gegeben? Ja, hat sie. Ich habe gesehen, du hast den Werkzeugkasten deines Vaters mitgenommen. Arbeitest du an einem Projekt? Mehr oder weniger? Welche Art von Projekt? Sorry, bin gerade etwas beschäftigt. Nun, ich bin froh, dich an etwas Interesse zeigen zu sehen. Weiter so. Och, David. Und warum hat er ein Foto im Gelände der Blackwell Academy gemacht? Ist er jetzt schon Sicherheitsbeauftragter oder ist es nur Zufall, dass er hier schon ein Foto hat? Auf dem Campus. So, okay. Wir schauen uns erstmal die Anleitung an. It's not like I need a manual. But I'm really glad it's here. Okay. Wir lesen das gute Stück mal. Verteilerkappe. Erstens, Kontakte Rußniederschlag entfernen, mit Schmiere einfetten. Zweitens, Ansaugleitung. Drittens, Drosselgehäuse. Viertens, Unterdruckleitung. Fünftens, Einlaufstutzen. Sechstens, Luftfilter. Zahnriemen. Erstens, Kurbelwellenriemenscheibe. Zweitens, Kühlmittelpumpe. Drittens, Kompressor. Und viertens, Spannvorrichtung. Spannung mit einem 18 mm Steckschlüssel anpassen. Okay, das klingt doch alles voll einfach. Radio. Wir machen Radio an. Sunday is Funday, okay. Batteriepool, Verteilerkappe. War die nicht hier? Das ist ja gut, okay, genau. Erstens mit... Ah, okay, wir sollen sie erstmal einfetten. So, überprüfen. Oh nein, unsere Hände! The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Okay, wir brauchen was Kleines, um die Schmiere zu entfernen. Wir schauen uns das erstmal an. Dad would have liked the idea of me using his tools to fix a ride. Wir haben eine Zange und einen Schraubenzieher. Vielleicht mit einem Schraubenzieher das erstmal entfernen. Bin nicht sicher, ob das was hilft. Wir überprüfen erstmal. Oder haben wir das gerade eben schon gemacht? Ich glaube, das ist... Ja. Okay. I need something small to scrape the gunk off the cap. Ja, das machen wir jetzt mal. Schraubenzieher. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. So. Jo. That should help keep shit distributed. Okay. Well, fuck. Upsi. Eine Feuerwarnung immer noch.
Wir gucken mal rein. Gesundheitshinweis wegen Luftqualität. Arcadia Bay Forstbehörde. Warum ist so weit unten? Okay, Arcadia Bay Forstbehörde, Arcadia Bay, Oregon. 7.55 Uhr am 9. Mai 2010. Feuer im Culmination National Park noch immer aktiv. Mittlerer bis schwerer Rauch erwartet. Begrenzen Sie Freiluftaktivitäten. Ja, wird gemacht. So. Weiter anbringen. Wieder anbringen. Genau. So, das haben wir schon mal erledigt. Dann gucke ich hier trotzdem nochmal drauf. Ja. So, Kontakte haben wir, glaube ich, gemacht. Ansaugleitung. Ansaugleitung. Ja, das vielleicht. Überprüfen bitte. Looks like someone tried to patch this thing up sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. Okay, dann lassen wir das mal und schauen uns mal die Benzinpumpe an. So. Mechaniker Chloe, was sagst du dazu? Sieht auf jeden Fall aus, als würdest du wissen, was du da tust. Jo, dann machen wir das doch mal sauber. Wo haben wir es? Pusten. Ja, Pusten hilft immer. Genau wie bei den Nintendo-Modulen. Jo! Vielleicht da hättest du nicht hingesolltet. Aber es ist immerhin aus der Benzinpumpe raus und. Um den Benzinfleck im Auto kümmern wir uns dann später, würde ich sagen. Oder gleich. Oh, ja, da machen wir halt ein Graffiti dahin. What do I see? Ja, was sehen wir da? Ich habe einen Rabe oder einen Löwe? Wir sehen einen Raben natürlich. I know. Ich meine, Rabe ist einfach, es muss ein Rabe sein. Die Musik ist übrigens sehr cool. Die richtige Musik, um Autos zu reparieren. Verspucken. Eine Errungenschaft. Es sieht immerhin cool aus. Also, ich glaube, die wenigsten Leute haben ein Graffiti von einem Raben in ihrer Motorhaube. Okay, was haben wir noch? Zahnriemen. Überprüfen wir auch mal. Mal schauen, was da rauskommt. How can I tighten it? Mit einem Anziehgerät? Mit einem Schraubenzieher? Nothing doing. Okay. Was haben wir in unserer coolen Kiste noch? Einen Schraubenschlüssel? Vielleicht? Vielleicht hilft ja das. Schraubenschlüssel? Ja, das sieht doch gut aus. Cool. Much better. Chloe, ich bin begeistert von dir. Was haben wir hier? Ein Kühlerverschluss. Der ist auch ziemlich abgesifft. This thing seems pretty gunked up. Oh ja. Ich glaube, so sollte es in einem Auto nicht aussehen. Ja. I think I should move on to something else. Schön mit den dreckigen Händen im Gesicht rumdalfern. So gefällt mir das doch. Batteriepole. Jetzt bin ich gespannt. This connection is pretty shaky. Ja, mit den bloßen Händen. Battery post, if I could get a good enough grip on it. Okay. Das würde ich sagen, nehmen wir mit einer Zange. Ich hoffe, Chloe weiß, was sie da tut. Zange. Oh, das Radio ist aus. Nein, da ist es wieder. There. Fits like a deadly electric glove. Okay. Haben wir jetzt alles? Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Okay. Oh. Das Auto. Damit meine ich nicht VW. Sondern das Auto, mit dem unser Vater verunglückt ist. Im Hintergrund der Waldbrand, den wir mit entfacht haben.
Okay. Dann lass uns doch mal ein bisschen das Auto hier ausräumen. Please, I need you. Wow! Wie cool ist das denn? Kann Chloe Auto fahren? Ja, anscheinend kann Chloe Auto fahren. Sogar recht gut, würde ich sagen. Aber hat das Auto auch eine Bremse, ist die zweite Frage. Coole Sache. Coole Sache, Mann. Ja, unsere Hände sind leicht schmutzig. Nein, schon wieder umziehen, Chloe. Ich finde deine Klamotten cool. Was ist das? Ein Spiegel? Yep. Hey, Junkyard Queen. Where are you at? Hier würde ich sagen. Hey. Holy shit, your hair. It's so Passt du im Ohrring? badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Klingt nach einem Plan. Go, go, Hey, Price. go. Nice wheels. Hi, Frank. You're early, Frank. What's the occasion? Ich glaube, die zwei It's kennen sich. his fucking bar mitzvah. Hi, Frank Damon. here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? Ich habe nicht oder du bist ein Idiot. Beides entspricht der Wahrheit, aber ich würde in der Gegenwart von Damon ein bisschen aufpassen, was ich sage. Deswegen, ich habe es nicht, auch wenn das ihm, glaube ich, genauso wenig gefällt. For fuck's sake, the money wasn't there. What do you want from me? I don't think she has it. Oh? It's cute how she acts like you two are friends. You heard what happened to Drew, right? Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Don't fucking touch her. Rachel is on fire. Oh mein Gott, hoffentlich werden wir das alles nicht büßen müssen. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Ist halt so. Punkt. Frank says you were asking about a client of his. That true? Yeah. Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Maybe I'll show you. Ja, dann zeig doch mal See, her, Damon. You two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you.
But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know, right now, why you give a shit about this woman? Gut, jetzt bin ich gespannt. Was interessiert es dich so sehr? Es geht dich nichts an oder eine Freundin. Wir sind einfach mal ein bisschen aufsässig und fragen ihn, was es ihn so sehr interessiert. Why do you care so much? Because fuck you. I'm asking the questions here. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now. Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Oh. David, your dad's a real piece of shit, you know. Das wissen wir, oder wen interessiert's? Ich will Rachel nicht ins Rücken fallen. We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Oh, oh. Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. Okay. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Oh Gott, Rachel. Was ist los mit dir? Oh, you fucking bitch. Fuck it. Rachel! Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! Nein, wir müssen Rachel mitnehmen. Hold on. Shit. Okay. Fuck. Hold on, okay. Rachel? No. Go. Far away. Far close. Okay. Oh, fuck. Das ist ganz schön übel. Oh fuck, komm schon, Rachel. Und wir haben ihrem Vater versprochen, dass wir aufpassen werden. Oh Mann, ich hoffe, wir hätten das irgendwie anders lösen können. Und es kommt einem natürlich vor wie Ewigkeiten.
Gott, jetzt können wir uns bestimmt was anhören von den guten Typen. Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's out of surgery. And now she's resting. Chloe, what happened? Das ist meine Schuld. It's my fault. I should have listened to you. Sarah's mixed up somehow with this psycho Damon Merrick. I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe. But I need the whole story. Okay. Dann fangen wir doch mal an, was? So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? Uns abschrecken oder nach Sarah fragen? Er wollte uns eindeutig abschrecken. I think he wanted to scare us, so he'd stop asking questions about his business. Is that how it became violent? Rachel wurde wütend oder er wollte Infos über sie. Ja, ich denke, er hat uns nur angegriffen, weil Rachel durchgedreht ist. It was actually Rachel who got angry. She was furious that he wouldn't tell her where Sarah was. This is exactly what I've been afraid of. Rachel won't let anything stop her. Sie hätten ihr helfen können, oder sie hat mich auch beschützt. Sie hat uns auch beschützt. It wasn't only that. She was already angry about Damon pushing me around. She is like her mother. Quick-tempered. Rash. I've always been afraid of losing her the way I lost Sarah. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. Ich hoffe, es hat immer noch rumzulügen. Pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. Ist es das, was wir wollen? Was ist mit Sarah? Was ist mit Damon? Ich denke mal, wir werden jetzt nicht auf Sarah eingehen. Einfach, diese Frau hat uns diesen ganzen Schlamassel erst eingebrockt. Mich interessiert eher, wer dieser Damon ist, weil wir hören ja im späteren Verlauf nichts mehr von ihm. Deswegen interessiert mich, was ist das für ein Typ? Wo kommt er her? Ist es der Oberdrogenfuzzi von Blackwell oder von Arcadia Bay? Wie konnte dieser Typ so bekannt, so berüchtigt werden, ohne dass irgendjemand was machen konnte? Und den guten DA, also hier unseren Staatsanwalt, mit dem hatte er scheinbar auch schon Bekanntschaft gemacht. What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. Ja, wenn nicht, ihn wird auch keiner vermissen. My department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved my world.
It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Thanks. Oh, Mann. Ich glaube, es war das Richtige, dass wir ihm die Wahrheit gesagt haben. Und wer ist das? Das ist doch... Steph. Steph, hey. Ist es. Steph. How's Drew? Stimmt, der ist auch im Krankenhaus. Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Okay. Definitely. Dann wollen wir noch mal gucken, wie es dem guten Drew so ergeht. Aber das würde ich sagen, machen wir einfach in der nächsten Folge. Danke, dass du wieder mit dabei warst und ich bin gespannt, wie sich das alles noch... Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Wie sich das alles noch entwickeln wird. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Dad's gone. My best friend has left me. Hey, Mom. You wanted to talk? And home life is a joke. David's a good man. Dad was a good man. Your mother. She's hurting, Chloe. You're not my father. Sometimes all I want to do is shut my eyes.